Reception. Hallo, ich bin ein Permakultur- und Waldgärtner aus Deutschland. Ich bin hier nach Gomera gekommen, um ein bisschen zu gucken, wie wäre es denn hier anzubauen und wie ist das Leben hier und was habe ich hier für Möglichkeiten. Und ich habe hier den Nirwesh kennengelernt und habe seinen wundervollen Garten hier gesehen und was er hier macht. Und er inspiriert hier auch die Menschen, die Einheimischen wieder Lebensmittel anzubauen. Denn wenn wir uns mal hier umgucken, dann sieht man viele Terrassen, die verwahrlost und vergessen sind. Und er hat hier wieder angefangen und hat ein super geniales Wassersystem aufgebaut, wie er den Bach umleitet und das Wasser in die einzelnen Beete reingeht und somit die Pflanzen hier bewässert werden, weil hier regnet es nicht so viel. Und er hat hier auf dieser Terrasse angefangen und nach, wie der Zufall so will, hat er mehrere weitere Terrassen bekommen. Und super genial das ganze System, das möchte ich euch gerne zeigen. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter runter. Genau. Sieht hier, weiter einfach halten, zum Beispiel wie das Wasser hier weitergeht und es wird dann noch weiter auf die nächste Terrasse geführt und genau, und es ist richtig gutes Wasser hier und am Anfang war der Boden einfach nur Stein und Sand und mittlerweile hat er den Boden auch so weit verbessert, dass hier wieder Regenwürmer sind. Genau, und als ich gekommen bin, habe ich jetzt hier noch diese Komposttoilette integriert. Einfach ein ganz simples Modell, aber damit kann man schon mal anfangen. Und er hat hier diesen Hühnerstall gebaut aus Müll quasi, von alten Ruinen, wo hier ein Haus abgefackelt ist. Und alles einfach, kreativ, und aber total schön. Ich meine, guckt euch diese tolle Eingangstür hier an. Das hat doch einfach mal Stil. Also, und es geht jetzt hier noch weiter. Das hier war dann meine Unterkunft, wo ich geschlafen habe. Und die wollen wir jetzt allerdings noch verbessern. Also das ist ja was Provisorisches. Und das soll jetzt hier weitergehen. Und das ist der Mann. Achso, das kann man nicht mehr da. Das ist der Mann, der das hier alles aufgebaut hat, der diese Acker hier angefangen hat zu bewirtschaften. Und vielleicht magst du jetzt einfach noch mehr dazu sagen. Okay, also ich habe vor 2 Jahren mit dem oberen Acker angefangen und viele verschiedene Sorten von Gemüse, Obst angebaut, viele Kräuter. Und im nächsten Jahr diesen Acker dazu erworben und hauptsächlich Kartoffeln und die Hühner. Hotel aufgebaut und seit ein paar Monaten ist hier die dritte Terrasse dazugekommen. Üblicherweise ist es so angebaut, dass das quadratisch in Linien ist. Bewässerungssystem mit Kanälen, wo das Wasser schnell an jede Pflanze dran kommt. Und ich habe das halt rund aufgebaut und diese Form regt auch einiges Aufsehen. Dann darf ich hier vorstellen, alten taoistischen Freund aus Korea. Meister Song. I'm from Korea, yeah. I have land there. Small house, natural setting in the mountain. No electricity, no car, no camera, no iPhone. So it's completely natural, like here. In Brazil also, I'm planning to do same thing with some good friends there. Yeah, it seems like a new way of life. Yeah. Yeah. We have to make new way of life. We are ruining this world. No more. We better change our life, yeah? Simply. Yeah. Easily, happily. We know that all, but not easy to practice, yeah. Not easy to do it now. No more tomorrow, okay? Do it now. Yes.